Hallo zusammen und willkommen in einem neuen Video von mir. Ich war einkaufen bei Teddy Action und auch etwas von AliExpress und das zeige ich euch mal. Ich fange einfach damit an, was hier schon auf dem Tisch liegt. Und zwar habe ich hier einmal den Crea Patch gekauft. Das ist wohl so ein Serviettenkleber, soll wohl leicht kleben. Und damit möchte ich gerne ein paar Doilies auf ein paar Gläser kleben und ein bisschen winterlich gestalten. Das habe ich bei Pinterest gesehen. Und ja, dachte ich, ich mache das mal. Dann gab es bei Teddy so eine Muffinförmchen. Die hatte ich, glaube ich, auch schon letztes Jahr gekauft in Gold. Und die eignen sich ja natürlich nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Basteln. Kann man irgendwie für irgendeinen Hintergrund nehmen und drüber was kleben. Oder auch, ja, backen. Macht man ja auch, also ich mache das auch mal ganz gerne. Und die sind halt eben wunderschön. Und die habe ich dann auch gekauft. Dann hatte ich diese Dollies bei Teddy entdeckt. Das sind 10 cm und ich finde, die sehen echt sehr schön aus. Ich finde, die sehen ganz schön den ich habe hier nämlich welche von... Nee, doch nicht ähnlich. Okay, nee, habe ich mich vertan. Das sind die von DM. Ich habe es nur angemalt. Und das ist der von Teddy. Die Größe ist zwar gleich, aber das Muster ist ja doch anders. So, genau, hier seht ihr das. Es sind 24 Stück drin von DM. Preis weiß ich leider nicht. Und hier sind... Also ich finde jetzt nicht die Anzahl von den Dollies, aber macht ja nichts. Ich arbeite ja total gerne damit. Jetzt kann ich sie auch alle gemeinsam wieder anpinnen hier. Und ja, und ich möchte eben ein paar von diesen Tortendingern eben auf... Ach so, ja, und die hatte ich mal bei Sustainable Green gekauft. Ich glaube, ich habe es nie gezeigt. Ich habe ein paar Sachen von Sustainable Green, das kann ich vielleicht auch noch reinmachen, das Video. Das ist halt eben eine XXL, auch Spielfilmlänge vielleicht, keine Ahnung. Ja, genau. Dollies aufkleben mit den Kleber. Meine Güte, das war jetzt aber in Acht. So, dann bei Teddy habe ich noch diese 25 Keks-Tüten gekauft. Kann man entweder um schön Happy Meal zu verpacken benutzen oder auch tatsächlich für Keks oder auch für einen Adventskalender, weil es sind ja 25 Keks-Tüten drin. Das heißt, man könnte 24 kleine Päckchen packen für jemanden. Ne? Wäre auch eine Idee. Und dann habe ich mir hier noch bunte Heftklammern gekauft. Ich habe ja den... von Action. Und da sind ganz normale kupferfarbene, glaube ich, drin. Wir machen jetzt mal was. Genau, die sind halt eben ganz normal kupferfarben. Und hier hätten wir welche in Gold, in Gelblich, in Pink, Blau und Grün. Vielleicht ist nicht gerade meine Lieblingsfarbe, aber manchmal, wenn man halt eben so eine Kekstüte hübsch verpacken will, dann tackert man oben dann noch so einen hübschen Banner an. Und dann sieht das bestimmt ganz toll aus. Genau, das sollte auch mitkommen. Upsi. So, dann von AliExpress kam dieses Täschchen hier an. Das hat mich 1,25 € gekostet und das ist echt total niedlich. Ach, gehst du auch gescheit auf. Und da passen auch hoffentlich Stifte rein. Ich habe hier welche. Ja, vielleicht ein Stift. Ja, passt gut rein, kann man mitnehmen. Ich hatte gedacht, vielleicht mache ich da meine... Sieht so eine Spinne aus. Das sieht aus wie ein Löwe. Ich hätte gedacht, vielleicht mache ich die da rein, aber ich glaube, das ist davon zu viele. Und das so gut ist für die Spitze? Ach, ich weiß auch nicht. Naja, ich habe es gekauft, weil es niedlich ist und jetzt ist es da und es, wenn man vielleicht auf Reisen geht oder wenn ich mit dem Kleinen zum Friseur gehe. Zum Friseur gehe? Oh. Quatsch. Also, wenn ich vielleicht mit dem Kleinen irgendwie essen gehe, da passt. Packt man dann ein paar Buntstifte mit rein, nimmt man was mit und dann kann er sich beschäftigen. So, genau. Dann gab es bei Action diese dekorative Glitterfabrik. Das ist ja Tüll, ne? 12×500 cm. Also einen halben Meter hat man hier drauf. Und das ist echt hübsch, ne? Das hat hier so auf dieser Seite des goldenen Glitzer und hier hat das silbernen und ich habe ja schon welche von Ali mal gekauft gehabt. Also, ne, die sind halt eben total normal und ja, ich benutze es ganz gerne zum Basteln. Habt ihr vielleicht gesehen, in meinem Adventskalender habe ich damit oben so einen Abschluss gegeben, damit es ein bisschen fluffiger und hübscher aussieht. Und das habe ich mir gekauft und dann habe ich den auch nochmal in
ja, Creme genommen, weil weiß hatte ich ja schon. Das ist doch Creme, oder? Ja, ich finde, das sieht cremig aus. Oder so Old White. Und einmal in Schwarz. Aber das Schwarz hat irgendwie eine andere Maserung. Das ist nicht wirklich so Tüll. Das sieht ein bisschen anders aus. Ist aber nicht so schlimm. Die fand ich echt hübsch. So. Dann kommen wir mal zu Papieren. Ja. Ich habe einmal hier mir den hier gekauft. Ist der im Bild? Ja. Das ist der mit dem goldenen Glitzer und hat ihn total frühlingshaft. Aber ich fand den echt sehr, sehr schön. Ich habe nur leider damit noch nicht so richtig viel gemacht mit diesem länglichen. Das ist ja 15x30. Goldvoll und Glitzer ist hier, wie ich sehe. Das ist ein bisschen too much, aber geht vielleicht noch, wenn man es als Rand nur nimmt. Und ja, für den Frühling fand ich das ganz hübsch. Ich nehme jedes Mal vor, mit 15x30 was zu machen, aber dann wird es ja doch irgendwie größer und dann passt zum Beispiel dieses hier nicht mehr so. Das geht eigentlich, man kann es auch seitlich aufkleben. Das geht. Aber das werdet ihr gleich bei denen hier sehen. Ich finde es immer so schade, dass es in diese Richtung schaut. Ich hätte das lieber andersrum gehabt, in die andere Richtung. Dann könnte man das in die längliche Form nehmen, ne? Aber ja, gucken wir uns mal den an. Ich meine, der ist halt eben schwarz, weiß und auch ein bisschen rosa. Und ich finde, ja, schwarz geht immer, ne? Silber. Oh, das ist so schön. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, finde ich. Ich mag dann solche Motive irgendwie lieber. Das ist irgendwie auch zu viel für meinen Geschmack. Aber irgendwie ist es auch schön, aber irgendwie ist es auch viel. Und das ist halt eben so, geht immer, ne? So als Hintergrund. Und das Dreieckchen finde ich auch ganz toll. So, einmal den hier. Und dann habe ich mir noch den hier gekauft. Das ist ganz neu, mit dem habe ich noch gar nichts gemacht. Da wird ein Adventskalender für meinen Mann sein. Ich will mal wieder was mit Silber basteln, wo das auch schon wieder ein bisschen goldlich ist, aber es geht schon. So, das ist so ein bisschen Marmor, ne? So, und den goldenen, den hatte ich auch gekauft gehabt, aber auch schon fleißig benutzt. Ich glaube, hier drin sind auch Tellypapiere drin, weil ich das alles zusammengepackt habe. Ja, also den habe ich schon benutzt gehabt. Den hatte ich, glaube ich, schon länger gehabt. Und dann habe ich, hat ihn sortiert. Ja, hier sind hier so ein paar Reste auch noch drin da. Also ich habe damit gebastelt und aus diesem Grund sieht er nicht mehr ganz so schön aus. Aber der ist halt hier mit Glitzer, ne? Das fühlt man irgendwie hier. Und den wollte ich auch mit Glitzer haben, habe ich aber nicht gefunden. Naja, dann ist das eben so, ne? Es ist ja auch immer nicht ganz so leicht, mit den großen Blöcken zu wühlen. Aber ich bin der Meinung, dass ich wirklich alles angeguckt habe und ich habe nichts gefunden. Und ich war jetzt beide Male in Action Berlin Hennigsdorf. Hennigsdorf ist jetzt nicht Berlin, aber es ist ganz knapp außerhalb von Berlin. Und für mich, ich wohne ja in Rheinigdorf, für mich ist es am nächsten dran. So, dann habe ich in der Weihnachtsabteilung Crepe Paper gefunden. Und in fünf Farben, also weiß, rot, grün, silber und gold. Das hatte ich aber auch noch gar nicht benutzt. Und auch noch nie, ehrlich gesagt, gesehen. Probiere ich mal aus. Entweder wird damit irgendwie so Weihnachtsdeko stattfinden. Vielleicht kann ich damit auch irgendwie ein bisschen den Adventskalender aufpimpen. Dann hatte ich mir den TV-USB LED-Strip gekauft. Das sind 2x50 cm mit einer Fernbedienung. Finde ich irgendwie ganz praktisch, obwohl irgendwann macht man so viel Fernbedienung. Wohin damit? Und ja, das würde ich dann halt eben auch dann endlich machen. Ich muss Kabel. Ich hoffe, ich habe sowas. Wenn nicht, klebe ich das irgendwie mit irgendwas anderes zu. Und ja, ich freue mich endlich darauf, das endlich anzubringen. Wir haben ja einen großen Fernseher und ich versuche es irgendwie in die Mitte zu kleben. Genau, okay. Ich glaube, ich würde es entweder ja, weiß oder pink leuchten lassen. Mal schauen. So, dann hatte ich von den kleinen Blöcken, das ist der einzige, den ich gefunden habe. Es gibt da so viele tolle neue. Aber in meinem Video gibt es da eigentlich selten was Neues. Ich sammle das einfach und finde irgendwelche Sachen, die ich noch nie vorher gesehen habe. In Videos klar, aber jetzt vor Ort nicht. Und den finde ich total niedlich. Der ist so süß. Das sind mit kleinen Hirschis und Bäumelein und einfach so Mint, ne? Ganz schön. Mint, rosa, beige, Schneefleckchen, Tannenbäumchen, einfach nur Pinkchen und nochmal Tannenbäumchen. Das Tannenbäumchen zweimal? Nee. Ein anderer Tannenbäumchen. Genau, der ist echt sehr, sehr schön. 32 Blätter
Und das ist irgendwie ja so ein A5-Format, ne? Ein bisschen mehr vielleicht. Oder doch? Doch, A5. Okay, so. Und dann etwas, was vielleicht für die meisten alt ist, aber für mich war das halt eben neu, weil ich das noch nie entdeckt habe, außer die schwarzen. Die hatte ich, glaube ich, in Biest auf einmal gekauft gehabt. Aber die anderen Farben habe ich einfach nie bekommen. Und ja, das sind halt eben Zahlen und Buchstaben. Ich finde die total schön. Ich habe sie auch schon verarbeitet, die goldenen. Und zwar in einem Mini-Album. Und dann habe ich sie mir halt eben gekauft in Rosgold, Silber und halt eben Gold. Gold hatte ich aber schon benutzt gehabt, deswegen ist das nicht mehr hier. Dann hatte ich diese Bling-Bling-Steine entdeckt gehabt. Ich finde die jetzt irgendwie gar nicht mehr so schön bei diesem Licht. Im Laden sah das irgendwie schöner aus. Aber ja, ist okay. Dann hatte ich zweimal so eine Handcreme gekauft, weil ich die einfach total hübsch finde. Ich finde, die Verpackung ist genau wie bei HEMA. Ich habe bei HEMA genau die gleiche Creme vor 2 Jahren oder so gekauft. Aber anderes Design, aber genau die gleiche Tube. Ich finde, das sieht irgendwie so niedlich aus. Und einmal Kinderschokolade. Und von diesen Boxen hatte ich irgendwie 2 Stück gekauft. Die sind jetzt nicht so besonders sauber, aber ja. Packen wir das mal wieder da rein. Stapelt sich alles. So, dann habe ich wieder so eine Fächermappe gefunden gehabt. Die finde ich ja mal total praktisch für Sticker oder andere Sachen. Bis jetzt habe ich ja davon 2 pinke. Und ja, es gab es auch mal Mint, aber Mint gab es diesmal nicht, sondern nur blau und schwarz und pink wieder. Also habe ich mich irgendwie für blau entschieden. Ja, finde ich ganz hübsch. Vielleicht kann man das mal abpuppeln, das macht man nicht so schön. Aber hier könnt ihr die Maße vielleicht sehen für jemanden, der das benötigt. 26x12,5. Das ist eine gute Länge. Könnt auch da Blinksteine aufbewahren. Ich habe es aber für Blinksteine eine eigene Verpackung gemacht, die hält noch und aus diesem Grund lasse ich das da, wo ich es aktuell habe. So, dann hatte ich hier einmal Hobbykarton mitgenommen in der Größe A5 und das sind 200 Gramm schwer zum Ausstanzen oder auch basteln. Ne? Das ist wieder ein Haar. Okay, so, dann habe ich von den länglichen noch eins gekauft. Das muss dann wohl gestern gewesen sein. Und zwar ist das schwarz-beige und auch wieder winterlich. Dann habe ich die Qual der Wahl, wie mit welchem Papier ich mein Winterdaily basteln will. Das wird ja auch ein Akt. Das wird bestimmt nicht leicht, mich zu entscheiden. Ne? Kennt ihr bestimmt. Ich hatte den aber noch nicht gesehen gehabt. Es gab noch einen rosanen, ich war kurz davor, den zu kaufen. Aber dann dachte ich mir, ich weiß nicht, glaube ich, werde beim Blau bleiben. Das ist das Papier aber dann nicht von Action. Mal gucken. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich habe ein bisschen Zeit, mein Winterdaily zu basteln, aber so viel Zeit auch wieder nicht. So, dann habe ich nochmal Gold genommen, weil ich das Papier einfach toll finde zum Ausstanzen. Und ja, habe auch schon einen Block ziemlich heftig missbraucht. Aber die sind super. Und solange es die noch zu kaufen gibt, werde ich, glaube ich, jedes Mal immer einen mitnehmen. So, dann habe ich diese. Davon habe ich 2 Packungen gekauft. Ich habe auch schon eine fast aufgebraucht. Ne? Wir haben auch so eine Deko für meinen Sohn im Zimmer gemacht. Wie nennt man das? So eine Girlande sozusagen. Und da habe ich bei ihm silberne Girlande, richtig. Wir haben eine Girlande gemacht für ihn. Und davon habe ich die silberne ein bisschen benutzt und die goldene für seinen Adventskalender. Könnte ich jetzt gleich einblenden, das Bild. So, und dann habe ich noch welche in Clear gefunden und die sind auch total schön und ja, die musste ich dann mitnehmen. Und, oh mein Gott, Leute. Ich meine, wenn ihr andere YouTuber anguckt, die aus Berlin kommen, werdet ihr sie ganz oft gesehen haben, aber ich habe sie nie entdeckt. Und jetzt habe ich 2 Packungen gefunden, die anderen 2 leider nicht, aber wenigstens etwas. Und ich finde die auch total schön, was ich aber nie in einem Video gesehen habe, wie sie denn so sind. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal, weil in meinen Videos geht es ja nicht darum, was es so Neues bei Action gibt, sondern einfach nur, was ich gekauft habe. Mami, ich mache ein Schreibbuch für mich. Das ist mini leicht. Okay. So. Ich glaube, das sind auch bestimmt wieder 3 Meter drauf. Und der fühlt sich ganz normal an. Okay, also so eine Washis bin ich ja immer nicht so der große Fan von. Das wird wahrscheinlich einfach wieder
vielleicht für meinen Sohn wieder sein. Der wird es wieder kriegen. Also Washes, die mir nicht zu 100% gefallen, kriegt mein Sohn. Oder ich benutze sie, um irgendwie, weiß nicht, unsere Fernbedienung zum Beispiel, das Fach für die Batterien, hält mich. Und dann klebe ich hier mein Washi drauf und irgendwann benutze ich das ab. Und dann klebe ich noch eins, noch eins, noch eins. Also Washi-Tape ist nicht nur zu verzieren da, sondern ich benutze das auch so. Genau. Und hier steht I love you. Das ist, glaube ich, noch okay. It shine. Hier sind so Glühbirnchen drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Das Orange ist, glaube ich, dann für meinen Sohn. Wo sind Glühbirnchen? Glühbirne sind hier drauf. Und hier, das Tape kannst du gleich mitnehmen. Ja. Das Orange. Ja, seht ihr, wie man ein Kind Freude machen kann? Und das ist mir auch total egal, was er damit macht. Er kann es auch total verschwenden, auf Projekte raufkleben, die ich dann nachhinein wegschmeißen werde. Weil sonst müllt er mich hier zu. Ja, ist doch schicki. Und die Aufbewahrung ist doch wie bei Michaels, oder? Deswegen fahren wahrscheinlich alle darauf ab. Hier ist Silber, hier ist Gold. So was Schmales habe ich nicht. Muss man auch nicht unbedingt haben, denn man kann sie auch in der Mitte teilen, ne? Aber diese Glitzer, seht ihr, das ist schon meine zweite Rolle, die ich fast aufbrauche. Benutze ich ganz gern zum Basteln. Ja, also ich freue mich unglaublich, dass ich sie bekommen habe. So. Dann hatte ich noch diese Handschuhe mir gekauft. Ich sehe gerade, das ist jetzt nicht so schön. Da hätte ich mal besser aufpassen sollen. Ja, die sind doch voll süß, oder? Für unseren Weihnachtsbaum. Der wird natürlich in Gold, weiß, weiß nicht. Ich habe ganz wenig Weiß, aber ich würde gerne Gold-Weiß machen. Und wenn ich davon nicht so viel habe, dann mache ich auf jeden Fall gold-silbernen Baum. Denn ich glaube, die letzten Jahre hatten wir immer Gold-Rot. Ja, und davor hatten wir, glaube ich, Silber-Lila. Ja, irgendwie so. Ich habe mir diese Kerze hier gekauft, Erwig. Oh, die riecht so lecker nach... Gar nicht so sehr nach Orange, wie es hier steht. Die riecht einfach toll. Das ist schon, glaube ich, meine vierte. Das ist, glaube ich, schon meine vierte, die ich kaufe. Und dann habe ich mir diese Schneeflocken gekauft. Die habe ich auch in Gold, aber die in Gold habe ich schon benutzt. Die sind manchmal. Wow, das sind so viele drin. Und dafür, dass ich die goldenen so oft benutzt habe, habe ich noch so viel Inhalt. Okay, kriege ich das jemals wieder zurück? Ja, die sind super zum Aufkleben. Und am besten, finde ich, gehen sie mit dem Glue Dot. Dann müsst ihr nicht so lange festhalten. Ich habe es zuerst mit den von Teddy, mit den, ach, wie heißt denn der? Mit dem hier, mit dem Stranger, mit dem hier probiert, es aufzukleben. Aber da muss man extrem lange festhalten. Und mit so einem Glue Dot funktioniert das sehr gut. Das sind diese Minis, die sind 5 mm groß. Die habe ich mal bei Amazon gekauft, letztes Jahr schon. Und damit funktioniert es ganz, ganz toll. Also ich habe ich auch ganz, ganz viele. Ich glaube, das nächste Mal würde ich mir aber, glaube ich, eine Rolle kaufen. Und nicht diese quadratischen Dinger hier. So, oh, jetzt mache ich bestimmt welche kaputt, aber ich habe davon echt ganz viele. Die in Gold. Ja, habe ich schon gesagt, ne? In Gold habe ich es gekauft. Und dann habe ich hier nochmal eins. Das sieht fast genauso aus wie das hier. Aber ist, glaube ich, weiß und das ist so Creme, ne? Ja, irgendwie hat es mich total gepackt, dieses Tüll-Ding zu kaufen. Ja, finde ich echt schön. So. So, bei MacPaper, habe ich so Transparentpapier gekauft. Das ist relativ dünn. Aber wir machen ja so eine Laterne für Bruno. Und ja, da brauche ich Transparentpapier. Dann habe ich noch bei, bei Raya, also so ein Hobby-Bastelladen, mir dieses Glitzerpapier gekauft. Das hat, ja, ich glaube, es hat irgendwie 1 Euro gekostet. Ich fand diese Farbe so, so schön und musste das einfach mal mitnehmen. Glitzerpapier. Ich habe das aber noch nicht benutzt. Ich finde das so schön. Dann hatte ich bei Sustrine dieses Motivpapier gekauft. Das sieht doch auch total schön aus. Und zwar ist es 29x29, sind 20 Bögen drin. Und wie schwer bist du? 120 Gramm. Also ist nicht so besonders schwer, aber wunderschön, wie ich finde. Jetzt gucken wir das mal ganz kurz im Einzelnen an. So, das ist aber auch ein Block, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wir haben hier einmal Dreiecke. Ja, ist wirklich dünn. Dann... Ja, wie nennt man denn das? Kreise mit dunkelblau und gold. Ja, ein bisschen Blätter. Dann dunkelrot oder weinrot. Dann rosa. Das ist auch sehr, sehr schön.
Rauten. Mag ich nicht. Animal Print gefällt mir nicht. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und hier hinten haben wir noch ein bisschen dickere Pappe. Könnte man noch was machen. So, Plastikverpackung kann weg. So, dann habe ich mir noch einfach nur Goldfoilpapier gekauft. Auf der Rückseite ist das weiß. Ich habe ja den von Ideen mit Herz. Und da lassen sich die Einzelteile durch die Kugelmaschine gar nicht gut durchstanzen. Also immer wenn ich was Filigranes habe, ist das unglaublich schwer. Und wenn drunter Pappe ist, dann geht es irgendwie leichter. Deswegen habe ich das gekauft. Und eigentlich hatte ich noch so Schneeflocken gekauft, aber ich finde sie jetzt gerade leider gar nicht. Und ja, dann, wenn ich sie nicht finde, dann kann ich das euch auch gar nicht zeigen. Und ja, ist da nicht so schlimm. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich vielleicht noch einmal einen Sustrine-Grine-Artikel zeige, werde ich das euch einfach mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist noch aktuell. Das war am 15. Oktober, war ich da ganz kurz. Und das müsste eigentlich noch da sein. Aber wie mir das aufgefallen ist, sind die Fialen auch unterschiedlich bestückt. Sachen, die ich in Videos sehe, finde ich bei mir gar nicht. So ist es dann manchmal. So, bei Amazon hatte ich mir noch die Klebepistole gekauft. Das ist die von Patex, Made at Home. Ich fand die von Idee mit Herz nicht gut. Die liefen mir nur noch aus und ja, deswegen musste es eigentlich. Ich habe dann mit Irene gequatscht, was sie für eine hat. Und sie meinte, sie hat eine von Patex und ist zufrieden. Und dann hatte ich mir dann diese hier gekauft. Die ist natürlich deutlich größer. Und ich glaube, dass ich diese Kleberollen auch in keinem Discounter finden werde. Ich glaube, ich werde dann, glaube ich, gebunden sein, immer an Patex. Ja, aber lässt sich, glaube ich, nicht ändern. Wenn sie gut ist, dann freue ich mich dann drüber, weil es macht ja keinen Spaß, wenn sie ausläuft. Okay, so. Kriege ich die auf? Ja. Kann ich so abstellen. Ich glaube, ich würde trotzdem hier eine kleine Unterlage trotzdem benutzen. Ups. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass die gut ist. Die ist vielleicht monstermäßig groß und die andere war schon winzig klein. Aber was bringt mir das, wenn es klein ist, wenn es doof ist? So. Oh je. Hier ist alles vollgestellt. Muss man gleich alles aufräumen. Dann hatte ich mir davon 4 Stück gekauft. Oder 3? Nee, 3 Stück. Bei uns ging irgendwie die Glühbirne nicht. Und mein kleiner Bruder hat da rumgefummelt und auch gleich 2 von den Dingern kaputt gemacht. Also die sind an der Seite abgebrochen. Aber es ist wohl normal, sagt er. Denn wenn sie so alt sind, wie sie bei uns sind, die sind schon nicht mehr schön, dann bricht das wohl. Jetzt habe ich davon 3 Stück gekauft. Und was soll ich sagen? Es liegt seit 1,5 Wochen bei uns. Und mein Mann hat es immer noch nicht geschafft, die einzusetzen. Dabei soll es ja nicht kein großer Akt sein. Wenn er das nicht diese Woche schafft, rufe ich wieder meinen kleinen Bruder an und dann macht er mir das. So, okay. Ach so, und noch was von Ali. Es ist ein reines Durcheinander hier. Hatte ich mir 3 schwarz-weiße Tapes bestellt. Und zwar eins, das ist echt breit. Das nimmt auch total viel Platz weg. Aber ich finde es einfach so wunderschön, weil so Handlettering kann ich einfach nicht. Und hier haben wir einfach die ganzen Wochentage in total schöner Schrift. Ich habe sie trotzdem ein bisschen ausgeschnitten. Ich bin der Meinung, das ist 3 cm breit. Aber ich kann mal gucken. Nee, 2,5. Habe ich mich getäuscht. Dann ist aber dieses Mädchentape dann aber 3 cm breit. Genau, so war das. Und hier sind echt super viele Mädels. Auch so sexy im Bikini, mit langen Wimpern. Eine, die vielleicht was liest, ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich habe schon mal die hier benutzt. Also die sind irgendwie ganz hübsch, ne? Und dann wiederholt sich das. Nee. Ach, hier noch mehr. Hier. Die hatte ich, glaube ich, auch noch benutzt. Genau. Ganz viele. Hohoho. Und das hatte ich noch nicht benutzt. Man kann ja auch nicht gleich alles reinklatschen. Ach, komm schon. Hihihi. Und hier haben wir Schwäne. Die sind irgendwie auch total romantisch, wie ich finde. Und das ist wieder waagerecht. So, ein Liebespärchen, einzelne Liebespärchen, einzelne. Ups, alles fällt runter. Hübsch, ne? Mami, jawohl. Noch so ein Blatt Papier. So, und das war's auch, bin ich der Meinung. Ja. Ich
Mehr hatte ich nicht bestellt. Also noch die Crocodile, aber die habe ich schon weggeräumt, benutzt. Und ja, ich räume es nachher auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!